Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von RuneScape. Ich bin hier noch an der Markthalle, weil ich am Sonntag eben so ein Community-Treff gemacht habe. Es kamen, glaube ich, zwei Leute, die haben mich erkannt, aber so ein richtiger Zuschauer war leider noch nicht dabei, aber ich werde es weiterhin führen, jeden Sonntag um 3 Uhr, um 5 Uhr und um 9 Uhr werde ich ein bisschen online sein. Wenn mehr kommen, werde ich durchgehend online sein, sonst schaue ich immer um diese Zeiten hier auf dem Marktplatz auf Welt 122 nach, ob mich jemand treffen will. So, wir gehen jetzt teleportieren. Wir gehen jetzt wieder nach Bartop. Neue Tagesherausforderung, okay. Das schauen wir mal. RuneScape ist gefreezed. Aber jetzt geht's wieder. Und wir können jetzt hier aufmachen: Herausforderungen. Naja, Brosteug, Purpursegle. Gewandheitskurs machen wir, setzen. Aber zuerst gehen wir zum Beschwör. Und werden uns mal die Beschwörung anschauen. Das ist wahrscheinlich Salomons Laden. Oder das ist etwas Ähnliches. Nicht wieder Freeze, RuneScape. Ich wollte das Inventar aufmachen. So, ich bin jetzt im Fenstermodus, weil irgendwie der Fullscreen immer abstürzt. Und der andere Screen nicht. Und jetzt schauen wir mal, ob es geht, wenn wir nur im Fenstermodus spielen. Hier ist der Jäger. Aber nicht legen, bitte. Nicht der Jäger, der Beschwörer. Ansprechen. Wenn Sie wissen möchten, wie man magische Wesen aus dem Nichts beschwört, sind Sie hier richtig. Ich brauche Material, ich möchte Beschwörung trainieren. Erzählen Sie mehr über Beschwörung. Neben dieser Welt gibt es auch noch eine weitere. Sie ist mit großen und kleinen wundersamen Wesen gefüllt. Beschwörung ist die Kunst, diese Wesen herbeizurufen, damit sie ihnen dienen. Wenn Sie seltene Zutaten mit unseren Seelensplittern kombinieren, können Sie Beutel herstellen und mit ihnen diese Wesen beschwören. Ich möchte Beschwörung trainieren. Sie müssen Beutel herstellen, indem Sie bestimmte Zutaten mit Seelensplittern kombinieren. Seelenwölfe. Ja. Und dann ansprechen. Ich möchte Materialien. Seelensplitter, hat er gesagt. Nehmen wir alle. Wolfsknochen. Einen Beutel. Und ein paar goldene Siegel. Okay, bearbeiten. Man kann Wolfsknochen Ding. Okay, benutzen mit Beutel. Geht auch nicht. Benutzen mit Seelensplitten. Benutzen mit benutzen mit goldenen Siegel. Ich weiß es nicht, wie es geht. Ich glaube, man muss hier Beutel durchwirken. Aha, man muss es so machen. Okay. Aufgabe abgeschlossen. Taschenwolf. Beschwören. Okay, das Problem ist gelöst. Sie haben auf dem Server 102 und 122 ein paar Probleme gehabt. Dadurch ist der Server gefreezed, dadurch das ganze Bild. Der Client hat nicht mehr reagiert und jetzt bin ich auf Welt 121. Da ist das Problem nicht. Da werden wir einfach diese Folge hier in der Welt 121 machen. Also jetzt muss ich hier das Inventar nochmals öffnen. Nicht, ich will es klein. Ich will es klein. So, dann beschwören wir mal den Wolf.
Beifuß, Junge. Das sieht ein bisschen orange, rosarot aus. Beschäftigen mit Wow Wow. Okay, und das kostet irgendwo Energie. 5 Minuten können wir die beschwört haben. Wenn wir jetzt das immer wieder. Kommst du mit? Wieso kommst du nicht mit? Hallo, ich will, dass du mitkommst. Untersuchen. Der beste nicht stubenreine Freund des Menschen. Dieses Ding kann man übrigens ausrauben, aber uns werden dann die Wachen angreifen. Wir probieren es mal. Auf Stufe 5, okay. Ah, 30. Hey, lassen Sie Ihre Finger davon. Oh, jetzt kommt die Wache. Oh, oh. Nein, 10 Schaden erlitten. Nein. Okay, dann gehen wir zum Gewandtheitskurs. Dazu müssen wir, irgendwo ist der Gewandtheitskurs, der muss hier vorne sein, wenn ich mich noch richtig erinnere, und es lockt ein bisschen. Hier ist der Gewandtheitskurs. Sehr schön. Und Herausforderung holen. Ich glaube, die haben wir schon. Ja. Dazu müssen wir jetzt hier 8 Runden im Gewandtheitskurs machen. Wenn wir jetzt hier zum Beispiel hier balancieren oder klettern oder so, bekommen wir EP über. Das seht ihr hier oben. Und das geht nur in diesen Gebieten oder wenn man Abkürzungen benutzt. Also überall auf der Welt sind so Abkürzungen. Dafür brauchen wir zum Beispiel einen Enterhaken oder müssen einfach balancen. Hier zum Beispiel an der Wand entlang und so weiter. Und ja, wir werden immer besser, machen weniger Fehler. Ich glaube hier kann man keine Fehler machen, aber in späteren Gewandtheitsdingen brauchen wir ja, halt Skill. Sonst machen wir Fehler. Und deshalb ist es auch nicht gut, direkt zum härtesten Parcours zu gehen. Ich weiß nicht mal überhaupt, wo der ist. Und immer wenn man voll abgeschlossen hat, einen Parcours, bekommt man extra viele EP. Zum Beispiel jetzt habe ich ein Level Up, jetzt müsste ich Level 2 sein, genau. Und ja, das müssen wir halt jetzt wiederholen, bis wir 8 Mal ringsum gegangen sind. Ich habe doch hier balancieren. Hopp. Da kommst du nicht hin, aber hier kommst du hin. Aha, weil ich da drüben wahrscheinlich hier hingeklickt habe. Okay, machen wir die 8. Und gehen dann weiter zur nächsten Übung. Okay, einer hat Stufe 120 erreicht. Der Skippy 1953. Toll, super. Gut gemacht. Ah, das ist jetzt zum Beispiel. Hier habe ich das Gleichgewicht verloren. Also ist das eigentlich ein Sturz. Aber mir, also hier kann mir nichts passieren. Hier fällt man einfach runter. Wenn man jetzt hier oder hier runterfällt, dann bekommt man Schaden. Aber ich hoffe, man stirbt nicht sofort. Das wäre nämlich nicht gut. So, wir haben Level 3. Genau. Jetzt bin ich wieder zugestürzt. Muss jetzt das nochmal machen. Komm. Sechs EP bekommen. So. Gut. Runter. Jetzt haben wir 2. Okay, es geht ein bisschen zu lange. Das mache ich mal off-topic. Aufnahmig. Und wir werden jetzt mal hier hochgehen. Schauen wir hier mal. Sprechen mit der Wache. Okay, du bist im Dienst. Sorry dafür. Hier haben wir noch eine Wache. Elborg. Ansprechen. Hallo, was befindet sich dann in deinem Topf?
Der Eintopf für die Diener. Darf ich mal kosten? Nein, zumindest solange sie sich nicht als Bedienstete anstellen lassen. Falls sie es nicht bemerkt haben, hier ist Krieg und im Krieg ist Essen knapp. Das leuchtet mir ein, dann will ich nicht weiter stören. Auf Wiedersehen. Ich werde aber trotzdem den Ofen benutzen. Na, kann man gar nicht. Ich brauche einen anderen Ofen. Dann schauen wir uns mal zuerst oben ein bisschen um. Ah, hier sind die Betten. Da kann man nicht die Truhen öffnen. Eorik. Hallo, kann ich helfen? Was ist das für ein Ort? Das ist das Schloss von Bertrope. Wohnsitz seines königlichen Hoheit Prinz Anlaf, dem asganischen Thronfolger. Sicher sind Sie beeindruckt. Wo ist der Prinz? Um das Wohlbefinden des Prinzes nicht zu gefährden, darf ich seinen genauen Aufenthaltsort nicht preisgeben. Okay, so. Gehen wir weiter nach oben. Hier hat es Kanonen, hier hat es Bogenschützen. Okay, da können wir zum Beispiel in diese Tür reingehen. Schauen wir uns dort ein bisschen um. Okay, der Vertraute ist verschwunden. Jetzt müssen wir nochmals einen herstellen. Aha, Tür ist verschlossen. Darum gehen wir hier rein. Ausrüstungsraum. Was ist denn hier? Fässer? Untersuchen. Ein Stapelfässer. Wow, das bringt uns viel weiter. Heruntersteigen. Hier sehen wir uns nochmal den Gewandtheitskurs an von oben. Noch weiter runter. Hier hat es ein schönes Haus. Klonhäuser. Jetzt gehen wir mal runter. Das ist ein Spiel. Ich werde mal einmal spielen. Und was ist hier unten? Aha, das ist so ein Community-Raum. Ansprechen mit Sam. Willkommen in den Spielzimmern von Bertrope. Wie spiele ich diese Brettspiele? Welches Spiel kann ich hier spielen? Dame, Rune gewinnt, Runenquadrat und Runenversi. Rune gewinnt. Genau, bei Rune gewinnt muss man versuchen, 4 Rune in einer Reihe zu bekommen. Das Herausforderungszimmer für Rune gewinnt befindet sich östlich von der Bar. Östlich von der Bar. Östlich. Das ist nördlich. Östlich der Bar, das Zimmer hier also. Aber es ist niemand hier. So ein Community-Event kann ich jeden Sonntag anmachen oder wenn es nur bei Mitgliedern geht, am Samstag. Und da könnt ihr mich treffen, wir können solche Spiele machen. Oder anderes Zeugs. Einfach keine Story, keine Mission und nichts zum Leveln. So. Ich denke, hier fängt irgendwo noch ein Ding an. Eine Quest. Darum gehen wir mal weiter. Wir wollten ja zum Haus gehen und schauen, ob wir das Haus schon leisten können. Ich glaube, 500 hat es gekostet oder so. Also gehen wir mal dorthin. Ja, da müssen wir hier entlang. Hier ist der Bogner, da kann man Bögen, also Pfeile herstellen. Aber das zeige ich auch mal später, wenn wir wirklich Pfeile brauchen. Bessere Pfeile vor allem. Und jetzt sind wir am Magier. Später können wir dann auch noch Ding werden, Bogenschützen. Also wir skillen alle 3 Kampfkünste zusammen. Und ich habe jetzt umgestellt auf Angriff, dass der Angriff besser gewählt wird, gelabelt wird. Und bei Bogenschützen nur Bogenschutzkunst und bei Magier nur Magiekunst, Verteidigung. Können wir mit Angriff ein bisschen leveln.
So, wie ihr seht, regeneriere ich mich gerade bei Laufen, damit wir weiterrennen können. Und jetzt gehen wir nach Fahrendier. Ich glaube, es ist Fahrendier. Der Friseur ist nicht mehr hier. Der ist jetzt irgendwo hier in den Optionen, kann man sich direkt aussuchen. Nein, das ist nicht der Garten. Irgendwo ist ein Garten, wo man dann Landwirtschaft machen kann. Und ja, da gehen wir dann dorthin, sobald wir Landwirtschaft ein bisschen benutzen können. Ja, Landwirtschaft wird benutzt für Tränke herstellen und Essen herstellen. Und ja, am Anfang noch nicht so wichtig. Hier haben wir einen Vogel. Ein Mann im Vogelkostüm. Hier haben wir einen göttlichen Sender. Kann das sein, dass das das Neue ist? Mystik. Remington Musikant. Wir haben noch genug. Wir müssen hier entlang. Hier hat es einen Zwerg. Ding. Hä? Ich habe schon angefangen mit dem Empfehlungsprogramm. Danke, ich möchte es nicht jetzt. Da muss man ja einem eine E-Mail schicken und wenn er anfängt, dann bekommen wir irgendwelche, weiß nicht was. Und wenn er auch Mitgliedschaft macht, bekomme ich ein bisschen, glaube ich, eine Woche mehr Mitgliedschaft. Also wenn jemand mich ein bisschen unterstützen will, der kann, wenn er, bevor er anfängt, mir die E-Mail geben per Payen bei YouTube oder hier, dann werde ich ihn empfehlen. Dann klickt ihr auf das E-Mail, das ihr dann bekommt und registriert euch dann so und dann bekomme ich den Bonus und ihr bekommt, glaube ich, auch noch einen Bonus. Das weiß ich jetzt nicht genau. Aber würde mich sehr freuen. Ich könnte die Unterstützung als Let's Player natürlich gebrauchen, da ich ja nicht so viel spielen kann wie ihr ohne Aufnahme. Und ja. Wir müssen zum Immobilienmakler zuerst. Aber können wir hier schon mal rein? Zu deinem Haus gehen. Wir müssen zuerst zum Immobilienmakler, das stimmt. Ja, das bringt nicht viel. Wir müssen uns teleportieren. Können wir jetzt hier runter? Nein, wir können nicht nach Porzarim. Tavalei können wir. Ah, das ist, glaube ich, die Insel da. Wir müssen einen Magnet aktivieren. Und wo ist der Magnet? Weil wenn wir den aktivieren, können wir eigentlich direkt zum Portal gehen. Oh, hier hat es Gold. Okay. Und hier hat es Eisen. Ja, Eisen, echt super. Was ist denn das? Ein Obelisk. Aha. Wir suchen jetzt also den Magnet. Der sollte irgendwie grün sein oder so. Hier haben wir Jump Mixer, der Tapfere, Stufe 123. Der ist auch schon weit. Was für eine Stufe haben wir eigentlich? Zusammenfassung. 113, der ist gar nicht so weit. Glaube ich, 1000 ist die Maximalstufe. Können wir jetzt auf der Map schauen, wo der Magnet ist? Bitte nicht zumachen. Irgendwo muss hier der Magnet sein. Da ist der Magnet und hier ist der Magnet. Genau. Dann gehen wir zum Magnet. Dann sind wir auch in der Nähe vom Haus, wo wir dann zum Haus gehen. So. Einen Gulli haben wir hier. Irgendwo hier ist der Magnet. Na, weiter unten. Genau, so. Dann werden wir hier aktivieren. So, haben
haben wir hier auch eine Aufgabe abgeschlossen. Und jetzt teleportieren hier nach Varrok. Und Wumms. Ja, am besten Buch lesen, genau. Lesen wir ein Buch. Und hier sind wir. Hier ist der Zaros Core Dump. Mit Fertigkeit 2491. Der muss ja extrem stark sein. Nicht schlecht. Bravo. Und wie gesagt, ihr dürft mich auch beim Let's Play zuschauen. Ich nehme jeden Tag oder jeden zweiten Tag auf dem Server 102 auf. Um 20 Uhr bis 22 Uhr bin ich eigentlich am Aufnehmen. Da dürft ihr natürlich mitlaufen, aber bitte nichts. Also ihr müsst mich nicht einladen. Ihr dürft mich als Freund hinzufügen, aber bitte nur einmal. Und ihr müsst mich nicht ansprechen, nichts. Ich nehme auf. Da möchte ich wirklich keine Fragen beantworten müssen oder so. Dafür ist der Samstag auf der Mitgliederwelt und der Sonntag auf der freien Welt 122 da zum Fragen stellen. Also bitte nicht nerven und nicht fragen und so weiter. Jetzt habe ich vor lauter Reden nicht geschaut, wo ich hingehe. Ich muss ja hier hin. Ich habe die Kamera, also die Richtungen falsch im Kopf gehabt. Ich muss in diese Richtung. Ah, hier ist schon der Marktplatz. Gut. Lol, der hat einen Roboter. Clan-Avatar. Ah, der ist, glaube ich, Clan-Leader oder so. Da kann man einen Avatar beschwören und mitnehmen. Aber ist der nicht zu groß? Das wird ja lästig sein, immer den großen Ding mit sich haben. So. Sorry. Der putzt hier nur. Reinigungskraft. Also der Makler müsste hier sein. Ja, jetzt müssen wir zuerst mal wieder regenerieren. Darum geht es jetzt ein bisschen langsamer mit dem Laufen. Ich möchte das weg haben. Öffnen. Kann man das nicht abstellen? Abbrechen. Rennen deaktivieren. Rennen aktivieren. Jetzt. Jetzt ist es aber immer noch nicht aus. Ausruhen. Jetzt ist es aus. Abbrechen. Der Makler müsste doch hier irgendwo sein. Das ist das Museum. Bücherregal. Ah, da ist noch ein Haus weiter nach oben. Okay. Dann gehen wir doch mal in dieses Haus hier. Und nicht lecken, Spiel. Solche Nachladeruckler sind leider in diesem Spiel oft da. Aber, ja, das ist halt, weil es ein Browser-Spiel ist und ich eigentlich nicht ein Clientspiel. Okay, für 1000 Goldmünzen in Taverley. Wieso ist das jetzt in Taverley? Ja, bitte. Ja, bitte. Suchen wir das Ding. Das Haus, Taverley. Also ist das nicht mehr das in Remington. Taverley. Wo ist Taverley? Da. Ah, dieses ist ja zuerst. Da ist ja das Portal. Okay, aber zuerst gehen wir in einen Wald, holen uns ein paar Bäume, schneiden wir ein paar Bretter und nehmen wir die mit. Dazu gehen wir hier raus. Hier ist nämlich die Sägemühle. Und Maximus, der Großmeister. Ich bin Maximus Meridius Germanicus und ich bin nein, wie heißt er? Wie der Spruch von Gladiator, der Spruch vom Film Gladiator. Oh, wie heißt er jetzt schon wieder? Und ich bin da hier, um dich zu richten oder so.
Okay. Fällen wir ein paar Bäume. So. Ich hoffe, es geht mit Bäumen, normalen Bäumen. Sonst müssen wir Eichenholz. Ach, nervt nicht. Das nervt also wirklich. Ich töte dich jetzt. Nein. Ich möchte die 9 einsetzen. Oh, hast du Schaden bekommen. Hier kann man gut Magie üben. Die machen nämlich sehr wenig Damage, haben aber viel Leben. Das ist optimal, aber wir treffen schlecht. Okay, 96, 98. Also das Kampfsystem können sie auch mal ein bisschen verbessern. Es sind zwar diese Fähigkeiten dazu gekommen, aber es ist immer noch so rundenbasiert, langweilig. Das könnten sie mal ein bisschen verbessern. Hoffentlich kommt da bald irgendwas, wo man wenigstens ein bisschen schneller ist. Oh, ist gestorben. Köder. Ich brauche doch keinen Köder. Weglegen. So, wir haben Magie 6. Ich möchte fällen. Also irgendwas mit Windböe. Was war denn das? Und Stufenaufstieg in Holzfällerkunde auf Stufe 8. Einen seltsamen Felsen von etwas Größerem. Zum Beispiel eine Statue. Ah, zum Archäologen können wir noch gehen, ja. Genau. Der ist im Museum. Nein, hau ab, hau ab. Ich will nicht, dass du mich verfolgst. Du bist ekelhaft, du stinkst nach Pest. Das ist zum Beispiel ein Eichenbaum, ein Eibenbaum. Eichenbaum, Eichenbaum. Das ist ein normaler Baum. Okay. Können wir schon einen Eichenbaum fällen? 15. Und ein Eibenbaum? Hier ist sogar Level 60. Okay. Da müssen wir noch ein bisschen lernen. Schauen wir mal. Dass wir ein bisschen leveln in Holzfällerkunde. Also einfach nicht zu viel. Ich möchte Berserkerkunde üben. Das machen wir das nächste Mal auch wieder ein bisschen. Dazu müssen wir wieder zum Berserker-Lehrer, der gibt eben uns Aufträge. Und so können wir das lernen. Weil wenn wir die Gegner nur töten, bekommen wir, glaube ich, keine EP. So, was ist jetzt los? Irgendwelche Zuckungen. Aha, er zuckt ein bisschen herum. Dann nehmen wir halt einen anderen Baum. Und hier zuckt er auch herum. Heute ist ein bisschen schlecht mit dir. Tönt ein bisschen pervers. Ja, okay. Nächster Baum. Gut, der geht wenigstens. Wir brauchen noch ein bisschen mehr Holz. Wir geben mal ab, genau. Aber ohne, dass uns der Ding angreift. Das ist ein Jag. B und entladen. Ah, der hat wahrscheinlich das Jag dabei. Aha. Also, dann greifen wir ihn halt an.
wenn der so dumm macht. Du hast keine Chance gegen mich. Ich bin der Magier des Windes und der Luft. So, was hast du dabei? Goldmünzen. Wenigstens etwas, was wir gebrauchen können. So, und jetzt möchte ich gern ein Brett kaufen. Ich möchte gerne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, dann holen wir noch einen Baum. So. Komm. Lass dich fällen, lass dich fällen. Und jetzt Brett kaufen. 10. Was? Wer ist hier gestorben? Oder wer hat hier Probleme gehabt? Also, jetzt gehen wir zurück. Nein. Lass mich in Ruhe. Wir gehen kurz ins Museum. Aber bevor wir ins Museum gehen, werde ich noch eine neue Aufnahme starten. Einen neuen Part für euch. So, ich möchte hier rein öffnen. Gut, hier sind wir sicher. Also, bis gleich. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Part, hoffentlich.